Flipperfreaks. Zweiter Tag, Griechenland. Und ja, leider Gottes seht ihr es bedingt. Aber trotzdem schön, 20 Grad. Ja gut, da vorne ist die Taverne Pharos. Da. Habe ich ja schon ein Video gemacht. Und da steht auch ein Camper, sehe ich, da oben. Da müsste ich gleich mal hinfahren. Jedenfalls, die Saison hat hier noch nicht begonnen. Alles ist hier leer. Da auch. Also, wir sind ja im Mai hier. Da seht ihr Rettungsschwimmer. Ja, da vorne, wie immer, die Insel Zakynthos. Ich bin mal wieder mit dem Super 7-Trizzi da. Ist klar, Ehrensache. Läuft super, das Ding. Was ich nur mal klären muss, was Super 7-Trizzi. Oder vielleicht habt ihr ja eine Idee, woran es liegen könnte. Also hier, die Federgabel, die schlägt durch. Ich habe hier alles schon probiert, man kann das hier wieder einstellen. Da und da, also ich habe da ein bisschen rumgefummelt, ich weiß nicht genau, wie es geht. Ja, müssen wir dann mal sehen. Muss ich dann mal fragen. So, Fokus. So, spinnt ein bisschen. Okay, egal. Also, ich hoffe, ihr seht noch alles. Und ja, das Meer hier, Schwau wird überall, da geht es hoch auf den Felsberg, da muss ich mal drauf. Und das schaue ich mir mal von da an. Ja, Ludwiger springt da rein. Oh, ist doch schön. Ich war auch schon mal schön. Ist ja nicht, cool. Nicht im Meer. Ich bin jetzt am Felsen hierher geradelt, überhaupt kein Problem. Super 7-Trizzi steht da, aber ich muss gleich noch ein Statement abgeben. Aber erstmal kommt das Vergnügen und dann das Statement. Aber ihr seht schon, da liegt was, da vorne ist eine Plastikflasche. Also das kommt aber gleich. Ich glaube, da oben gibt es was. Ich latsche jetzt hier mal hoch. Aber ich breche mir jetzt nicht das Genick, weil die Felsen sind hier ziemlich, nicht ziemlich, obwohl das sind... Das sieht aus wie so Korallen, abgestorbene Korallen, würde ich sagen, sind das. Also schreibt mir in die Kommentare, das ist jetzt nicht, damit ihr was schreibt, sondern einfach was wissen will, ob das Korallen sind. Also für mich sehen das aus wie, gehen wir ein bisschen näher dran, wie abgestorbene Korallen. So, wo geht's hier weiter? Da oben, glaube ich. Ich gehe mal so rum. So, hier rum. Ah, da. Da ist der Eintritt. Die Entrance. So, da ist der Felsen. Habe ich schon erwähnt, wir haben geschmeidige 23 Grad Grad. Es weht Lüftchen, also man schwitzt überhaupt nicht. Es ist absolut angenehm. Aber gut, für mich sind angenehme Temperaturen so ab. Ja, so 30, 35, die brauche ich einfach. Ich möchte hier wieder schön braun sein. Ja, hier gibt es scheinbar was. Muss ich mal gucken. Also da oben. Ja. Oh, da ist so ein Solarpanel. Hier sind wir, da sind wir, aufpassen. Ja, das ist ein Solarpanel. Hier geht es dann auch hoch. Mein Bike ist da. Ja, jetzt zapft jemand Sonnenenergie. So, ist doch schön hier. Jetzt ganz hoch. So, jetzt sind wir am Höchstpunkt. Wow, da ist Akuli. Ionische Meer. Nicht super. Da vorne kann man auch hinlatschen. Ja, da habe ich jetzt keinen Bock. Ja, der Felsen ist auch begrüht. Da geht es ein bisschen weiter. Ja, überall Felsen hier. Wie gesagt, das ist wieder gefüllt. Ich gehe mal zur Seite. Ich muss ja nicht im Weg stehen. Ja, da steht der Super 7-Trizzi Bike. Oh, da kommt ein ATV. Ganz cool, seht ihr? Ja, dazu werde ich noch ein Video machen. Warum Elvis steht ja noch zum Verkauf oder ist schon verkauft worden, eins von beiden. Ja, die Sonne kommt jetzt auch langsam durch. Ja, da, ihr seht's. Und ja, dazu gibt es aber noch mal ein extra Video. Da mache ich noch mal eins. Und ja, schöner Fels, kann man besuchen, kann man hier schönes Elvis machen. Das Pärchen da unten. Und ja. Vorne ist die Taverne Pharos, hatte ich ja schon erwähnt, aber von hier sieht man sie noch anders. Aber manchmal kann ich jetzt ein Menschen Thumbnail für YouTube. Ja, ist schön.
Jetzt kommen wir mal zu meinem Statement. Ihr seht schon, hier liegt überall Dreck. Müll, also Müll vor allem, das ist der Dreck. Hier auch noch, da auch noch. Im Meer lag auch noch was, da Styropor. Ja, das müssen sie natürlich wieder sauber machen, das machen die hier auch. Weiter unten nochmal, so jetzt drehe ich mal, damit du mich auch siehst, so einmalig heute für euch, weil es hin und wieder regnet. Normalerweise trage ich hier meine Cappy. Das habe ich auf Instagram ja mal erklärt, dass wenn es so regnet, dann trage ich halt keine. Und heute war die Gefahr einfach viel zu groß, dass es wieder regnet. Und ja, sonst trage ich immer Cappys. Nur mal das für die Interessierten da draußen, soll ich halt keine Cappy tragen. Also, Statement an alle, die Griechenland besuchen, oder egal, welche Orte Sie auf diesem wunderschönen Planeten Erde besuchen. Nehmt euren Scheißmüll mit. Und wenn ich einen erwische dabei, ganz ehrlich, dann setzt es was. Aber vom Allerfeinsten. Natürlich werde ich nicht gewalttätig, das meine ich nicht damit, aber derjenige wird den Müll dann aufheben und dann auch mitnehmen. Und da in den Sorgen, wo der hingehört, die sind überall auch Mülleimer. Also von daher, man muss den Müll hier schon mal gar nicht. Aber auch am Boden wegschmeißen, das ist einfach nur zum Kotzen, dass hier halt überall Müll rumliegt, Unrat. Und das war auch zum Beispiel bei der Omega-Bucht letztes Jahr der Fall. Die war richtig verdreckt. Also, damit uns hier die Einheimischen auch nicht, ja klar, die profitieren von uns. Griechenland, meine Heimat, lebt vom Tourismus. Die brauchen die Touristen, das ist die größte Einnahmequelle Griechenlands, ganz klar. Ist auch ein wunderschönes Fleckchen Erde hier. Aber trotzdem regt sie das auf. Natürlich auch meine Griechenlandsleute, vielleicht auch an sie gerichtet. Da gibt es vielleicht den einen oder anderen auch Schmutzfick, der einfach hier den Müll. Kepperfreaks, nochmal ein Update. Jetzt, wo ich gerade das Video geschnitten habe, muss ich noch von einem Vorfall von gestern berichten. Wir sind von Athen wieder zurückgefahren. Und klar, wir Griechen haben es immer eilig, wir haben es immer eilig, egal was ist. Auch wenn wir es nicht eilig haben, haben wir es eilig. Jedenfalls hatte ich jemanden hin, ich gucke ja immer in den Rückspiegel. Und da war einer Beifahrer und der hat einfach seine Trinkflasche genommen, leer getrunken, spielt ein bisschen damit rum. Was macht er? Macht er es mal so, holt ein bisschen aus und dann schmeißt er sie weg, weil ich jetzt geschrieben habe, da die Einheimischen uns dann irgendwann hier nicht mehr mögen oder so. Ist aber Quatsch, was ich jetzt so gesehen habe. Und das war der eine Vorfall. Noch ein paar andere haben wir gestern gesehen. Es sind die Einheimischen, die den meisten Dreck hier machen. Und da plädiere ich jetzt nochmal ein Statement an meine Einheimischen, was unsere Heimat hier betrifft. Also glaubt ihr wirklich, hier kommen noch Touris, wenn hier alles vollgemüllt ist? Da kann die Natur noch so schön sein. Wenn das Meer dreckig ist, wenn es draußen überall dreckig ist, dann bleiben wir fern. Ich genauso, also da habe ich auch keinen Bock drauf. Und das wollte ich einfach nur sagen, weil ich jetzt, wie gesagt, beim Schneiden bin und das jetzt gesehen habe. Einfach mal in griechischen Landsländer, Parakalo Naiste, ich sage es jetzt mal auf Griechisch, Naiste Tosso Kalia Tichoramas, Genami Petate Taskupidia Opunane, Ote Ta Plastika Ketetia, Yeti Utilismos, Yanthropo Germania, Italia, Popo Gnarchunde. Δεν θέλουν να βλέπουν τα σκουπίδια των άλλων, καταλάβετε. Συμπατριώτες, μην έχουμε εδώ τις βρωμιές του κόσμου, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. So, das war jetzt auf Griechisch. Ich hoffe, dass in Zukunft die paar, die ich erreiche, dass ich sie wenigstens für dieses Thema sensibilisiere, weil mir das Thema jetzt wirklich echt wichtig ist, weil es echt zum Kotzen ist, wie viel Müll hier rumliegt. Und eins muss ich noch dazu sagen, ich danke den Menschen da draußen. Es sind meistens, also ich habe die nur auf YouTube gesehen, es waren immer Deutsche, die hier sich wirklich aufmachen, eine Tüte mitnehmen und dann hier den Strand sauber machen. Also lieben Dank, dass ihr das macht, aber das müsste eigentlich der Job hier von uns Griechen sein, beziehungsweise den Müll komplett zu vermeiden und nicht ihn zu verursachen. So, weiter geht's im Video. Also auch an euch gerichtet, jetzt nicht nur die Touristen immer die Keule drauf, sondern auch an die Einheimischen hier, nehmt euren scheiß Müll mit und schmeißt ihn da hinweg, wo er hingehört, nämlich im Mülleimer und nicht einfach hier irgendwo, irgendwo auf den Boden schmeißen oder ins Meer, noch schlimmer. Das Meer hat genug Müll abgekriegt und ist ein Aufruf und ich bitte euch, wenn ihr sowas sehen solltet, dann denjenigen gleich mal scharf ansprechen und sagen, hier, nimm dann Müll mit und entsorge ihn da, wo er hingeht. So, das war's. Moralpredigt beendet.
Jetzt bin ich ein paar Meter weiter gefahren und jetzt sind wir hier bei Pharos. Und hier waren wir ja letztes Jahr, beziehungsweise habe ich auch ein YouTube-Video gemacht. Hier seht ihr auch die schöne Aussicht. Alles schön. Und da seht ihr hier voller Camper. Letztes Jahr war das noch nicht so, also hat sich rumgesprochen. Hier der Werner Pharos. Hier ist sie auch. Und hier lauter Camper. Ich drehe mal eine Runde. Da seht ihr, der Bauwagen steht die ganze Zeit schon hier. Und ja, und da kommt auch der Chef. Und da geht's runter. Dann gehen wir mal in unseren, falls er da ist. Scheint aber nicht so. Aber ich gehe mal so. So, ihr seht, die Saison hat ja noch nicht begonnen. Wir haben ja Mai. Normalerweise ist hier voller Tische und Stühle. Aber hier die Aussicht ist genial. Wunderschön. Ja, aber voller Camper hier. Natürlich, kleinen Obolus muss man zahlen, hatte ich ja schon erwähnt. Aber hier dann. Und da geht es dann runter. Die Bar hatte ich ja letztes Jahr schon auf dem YouTube-Video, hatte ich das euch gezeigt. Ich latsche da jetzt nicht runter, bin zu voll dafür. Ich habe heute Sport gemacht, extrem. Da gibt es auch noch ein Video vom Ionio und Sparhotel. Also familiengeführt, super tolle Familie, hat uns erlaubt, da einfach mal trainieren zu dürfen, obwohl die das erst, also das Hotel ist natürlich schon auf, Spar und alles, aber die Dame, die das betreut, bekommt erst ab Anfang Juni und wir durften da trotzdem schon Sport machen und ja, toller Zug, vielen lieben Dank. So. Und mit diesen Bildern verabschiede ich mich jetzt hier von dem Kurztrip hier auf Arcudi. Ich schreibe euch nochmal alles in die Infobox, wo das genau ist. Hier gibt es genug Apartments, Hotels etc. Kann man sich alles hier mieten. Ihr seht ja auch Stellplatz, gibt es auch hier für Camper. Ein bisschen. Und ja, abonniert den Kanal, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ich verabschiede mich jetzt mit der Palme hier. Bye, bye.